So, hallo Leute, ein weiteres Update-Video. Tatsächlich, ja, ich habe letztens erst eins gemacht. Jetzt kommt aber ein ganz kurzes, ein ganz kleines Update-Video nochmal, denn ich musste mir noch einen neuen Part kaufen für den PC. Was musste ich mir kaufen? Ich musste mir noch einen CPU-Kühler, Lüfter kaufen. Ist jetzt nichts Spannendes, lohnt sich eigentlich auch nicht darüber ein Video zu machen. Ich mach's trotzdem, damit ihr da auf dem Laufenden seid. Warum musste ich das machen? Die Grafikkarte hat ziemlich viel Abwärme produziert, um nicht zu sagen zu viel, für den kleinen Boxlüfter, den ich vorher hatte. Der hat vorher ohne Probleme ausgereicht, aber jetzt, wenn die Grafikkarte ein bisschen was zu tun hatte, Alter, fängt halt gerade an zu schneien. Leck mich am Arsch. Ja, auf jeden Fall, wenn die Grafikkarte was zu tun hatte, dann hat dieser kleine Boxlüfter gemeint, ordentlich aufdrehen zu müssen, weil angeblich wäre ja der Prozessor dann zu warm geworden und bla bla. Wurde er natürlich nicht, der hatte dann irgendwie so um die 60 Grad, also ganz normal eigentlich. Trotzdem hat diese kleine dreckige Krachmaschine so übelst aufgedreht, das war einfach nicht schön, ganz ehrlich, der hat ein elendiges hohes Geräusch einfach nur gemacht. Deshalb habe ich mir einen neuen CPU-Kühler gekauft, habe jetzt auch nicht viel dafür ausgegeben und es ist auch wirklich nur ein kleiner. Erfüllt komplett seinen Zweck, bringt sogar noch die Abwärme von der Grafikkarte aus dem Gehäuse. Hat mich im Endeffekt nur 30 Euro gekostet und jetzt mache ich einen kurzen Cut, mache den Blitz an und zeige euch das Ding. Bis gleich. Okay, da wären wir mal wieder unter meinem Schreibtisch. Diesmal seht ihr mein wunderschönes Gesicht nicht, da mich der Blitz nur blenden würde. Hier seht ihr das gute Stück. Es ist ein Be Quiet Pure Rock. Ist, glaube ich, mit der kleinste von Be Quiet. Passt aber so perfekt ins Gehäuse. Also diese Nippel da sind, glaube ich, 2 oder 3 mm bis zu dieser Plexiglasplatte noch mit Freiraum. Ja, unten drunter ist noch ein bisschen Platz, also da zwischen Grafikkarte und Lüfter nach oben ist noch Luft. Ja, von der, also das Ding passt echt gut ins Gehäuse. Dieser Lüfter pustet nach da, was logisch ist, und dieses Ding da, dieser kleine Lüfter pustet dann nach draußen. Ja, im Prinzip ist damit auch alles gesagt, sieht eigentlich ganz hübsch aus, leider kommt jetzt dieses rote Leuchten nicht mehr bis vorne ins Gehäuse, da es da aber sowieso aufgrund der ganzen Kabel ziemlich hässlich aussieht, ist mir das egal. Zum Glück habe ich die RAM-Riegel in den Slots 2 und 4, weil in 1 und 3, wo sie vorher waren, passt es nicht mit diesem Lüfter auf einem Micro-ATX Mainboard. Das wäre zu bedenken. Aber damit habe ich, wie gesagt, keine Probleme, das passt bei mir sowieso. Was ich gelesen habe bei diesem Lüfter, ist, dass der Lüfter an sich tatsächlich immer mal an dem Kühlkörper hin und her rutscht, was allerdings nicht der Fall ist, wenn man das Ding richtig befestigt. Man kann den tatsächlich auch falsch befestigen und dann rutscht das Ding, das habe ich gemerkt. Dann wird der mir aber auf der Grafikkarte liegen und deshalb habe ich da ein bisschen rumgefriemelt und jetzt hält das ohne Probleme. Jo. Jetzt mache ich nochmal einen ganz kurzen Cut, damit ich den Blitz wieder ausmache und ihr meine Fresse nochmal seht. Und erneut Hallöchen. Ja, das war's auch schon im Prinzip. Gibt nicht mehr viel zu sagen. Ist jetzt nicht unbedingt spannend. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach mal auf dem Laufenden halten. Das Ding gibt es natürlich verlinkt in der Videobeschreibung, wo ich mir den geholt habe. Ich bin dafür wieder nach Gießen geödelt. Naja gut. Also, wir hören und sehen uns dann in weiteren Videos und Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.